Und weiter geht's. Wir haben letztes Mal hier aufgehört. So, wir müssen jetzt zurück zu unserem Vater. Der hat mit uns noch ein Wörtchen zu reden. Boah, meine Nase juckt. Ach ja, Entschuldigung. Nee, das ist Selbstmord. Dann hierüber, einmal zurück in Richtung unseres Vaters Haus. Dann hierauf, hierauf. Schauen dahin. Knapp drüber springen. Und dann. Vater? Federico! Sorrezio! Gott sei Dank. Was ist passiert? Wo sind denn alle? Sie brachten euren Vater und eure Brüder zum Palazzo della Signoria, ins Gefängnis. Und meine Mutter? Meine Schwester? Ezio. Claudia. Geht es dir gut? Ja, aber Mutter... Sie hat einen Schock. Sie... Als sie sich wehrte, sie... Hier ist es nicht sicher. Kannst du sie irgendwo verstecken? Ja, ja, bei meiner Schwester. Gut, tu das. In der Zwischenzeit gehe ich zu Vater. Gebt Acht, Sorrezio. Die Wachen suchten auch nach euch. Gefängniseinbruch. Giovannis Zelle oben im Palazzo della Signoria erreichen und herausfinden, warum er eingesperrt wurde. Ja, jetzt beginnt die heile, schöne Welt von Ezio Auditore langsam zu bröckeln. Die einfachen Konflikte von wegen Francesco De Pazzi einfach überrumpeln und seine Männer niederprügeln, ist jetzt im Prinzip vorbei. Jetzt wird die Story sehr gefasst. Sie fest Fuß. Ich dokumentiere das einfach. Wen es interessiert, den interessiert es halt. Und wen nicht, der stellt einfach das Audio aus. Momentan passiert sowieso nichts. Und ja, die... Also noch ist natürlich für alle unverständlich, also für alle nicht, sondern für Ezio unverständlich, warum seine Väter gefangen genommen wurden. Sie hatten ja nichts verbrochen, also seine Väter, sein Vater, sein Bruder und seine Brüder gefangen genommen wurden, sie haben ja nichts verbrochen. Und jetzt setzt sich nach und nach das Puzzle mehr und mehr zusammen. Und das ist das Gefängnis. Da müssen wir jetzt rein. Oh nein! Och, leck mich doch. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie das war mit dem... Oh, eine merkwürdige Art der Fortbewegung. Nein, 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 nein. Ich bin gar nicht da. Ne? Tut mir leid, dass ich mich öfter mal versch... Ach man, das kann ich ja noch gar nicht. Mann! Wenn ich mich öfter mal verspringe... Verdammt! Sofort runter hier! Schnell! Ich finde, das kann ich auch noch nicht. Da ist er! Laju! Ja, wir haben leider noch gar keine Waffe. Deshalb müssen wir uns jetzt erstmal so durchkämpfen hier. Ups. Naja. Im Prinzip, ne? Was soll's. Wir müssen unseren Vater und unsere Brüder finden. Da ist mir jetzt alles recht. Upsala. Ich wollte eigentlich nur durch die Öffnung hier. Das war eine Leiter, aber wir sind ja jetzt hier Auditore. Wir brauchen schon eine Leiter, hä? Da haben wir noch so einen Kerl. Leider können wir noch nicht wirklich uns heranschleichen und uns leise um die Gegner kümmern. Verdammt, du entkommst nicht!
nicht. Oh, oh Gott. Na, komm runter. Ich sehe. So. Dann müssen wir das eben so machen. Ganz alt, klassisch auf die Art. Faust in die Fresse und dann endlich Schnauze halten und so. Jetzt geht's weiter hoch zu unserem Vater. Ezio. Vater, was ist passiert? Ein bisschen Prügel, sonst geht's mir gut. Wo sind deine Mutter und Schwester? Jetzt sicher. Sind sie bei Annette? Ja, wartet. Ihr wusstet davon? Nicht so jedenfalls und nicht so bald. Nun ist es egal. Was meint ihr denn? Erklärt! Wir haben keine Zeit. Hör gut zu. Geh zurück zum Haus. Im Büro befindet sich eine Geheimtür. Nutze dein Talent, sie zu finden. Dahinter steht eine Truhe. Nimm alles mit, was du darin findest. Vieles wird dir sicher seltsam erscheinen, aber alles ist wichtig. Hast du das verstanden? Ja. Gut. Unter anderem ist da ein Brief und dabei einige Dokumente. Diese Dokumente musst du Signor Alberti bringen. Er war heute Morgen bei mir im Büro. Der Gonfaloniere, ich weiß. Nun bitte, sag mir, was los ist. Stecken die Pazzi dahinter? Am Taubenschlag war eine Nachricht für euch darin. Geh, Ezio. Geh jetzt. Die Story bleibt rätselhaft. Wir können immer noch nicht genau sagen, worum es jetzt hierbei geht. Warum unser Vater jetzt nun letztendlich, also geschweige denn unser Vater, wie unsere Brüder, von den Soldaten gefangen genommen wurden. Wir sollen auf jeden Fall uns erstmal wieder zurück nach Hause begeben und uns von dort aus die Sachen beschaffen, die uns unser Vater angegeben hat. Yeah. So. Gute Bürger von Florenz, hört eine Botschaft. So, das würde mein Tod bedeuten. Das würde auch mein Tod bedeuten. Das dann nicht. Och! Seid nicht schüchtern, tretet näher. Naja, ich muss ja sowieso nicht mehr kämpfen, von da aus. Ich wollte eigentlich nur auf den Vorsprung davor springen. Was macht er da? Wegen eines kleinen Ausbruchs von Pestilenz muss die öffentliche Messe mit dem Kardinal leider verschoben werden. Betet für seine Genesung. Und für die... So, ich weiß jetzt gerade nicht wirklich so, was man noch alles dazu sagen kann, weil der Weg ist halt, nicht besonders lang diesmal. Das habt ihr jetzt aber gesehen. Der hat den Knick in der Sprungoptik, kann nicht sein. Egal. Wir leben noch. Familienerbstück. Giovannis Dokumente finden und sie Uberto Alberti überbringen. So. Vater sagte, dass es hier eine Tür gäbe. Das Adlerauge wird benutzt, um Informationen über die Umgebung anzuzeigen. Das Adlerauge befindet sich auf V. Nein, festhalten, um das Adlerauge oder die Sicht einzuschalten. Ja. Und was zum Teufel war die Taste? Ah ja, E. Wie hier noch andere Dinge zu finden, bevor wir die Truhe öffnen. Und hier haben wir ihn, den Ezio Auditore, so wie man ihn kennt aus dem Spiel. Ich kann noch nicht rennen. So. Wir nehmen mal traditionellerweise das Schwert. Hey, was sollen die Schwerter? Sollt ihr mich nicht festnehmen? Nein,
Was wollt ihr also? Upsi. Dass du stirbst. Nun, das wird nicht geschehen. Warum suchen wir keine andere Lösung? Weil es keine andere Lösung mehr gibt, weil du sie gerade umgebracht hast, lieber Ezio. Aber das interessiert dir jetzt erstmal keinen. So, dann laufen wir mal. Hau mal ab, du Penner. Ey. Hütet euch vor einer unreinen Erzlieferung des Händlers Fidelio. Einige Mitglieder von Stolz. Als ob. Dann nehmen wir die wenigstens auch noch mit. Ups, was war das denn? Ich dachte, der hat hier... Wo rennst du denn hin? Du entkommst nicht! Na komm, wann greifen sie an? Jetzt! Tut mir sehr leid, aber ich habe jetzt gerade nicht verstanden, warum ihr mich auch noch so komisch attackieren haben wolltet. So! Das hätten wir. Abhauen hier. Komm, hopp. So, dann müssten wir jetzt... Ach, das kann ich ja immer noch nicht. Ich komme hier gerade total durcheinander mit der Steuerung. Das tut mir wirklich leid. Genau da unter uns. Perfekt. Ezio Auditore? Was willst du hier zu dieser Stunde? Ich weiß nicht. Warte, Junge. Atme durch. Sammle deine Gedanken. Mein Vater und meine Brüder wurden verhaftet. Ich soll euch das hier bringen. Ah. Jetzt verstehe ich. Nur ein Missverständnis, Ezio. Ich werde alles aufklären. Wie? Die Dokumente, die du mir brachtest, enthalten Beweise einer Verschwörung. Gegen deine Familie und gegen die Stadt. Ich werde die Papiere morgen bei der Anhörung vorlegen. Und sie sind frei. Hab Dank, Signore. Natürlich, mein Kind. Brauchst du einen Ort zum Schlafen? Du bist hier stets willkommen. No, grazie. Ich treffe euch auf der Piazza. Keine Sorge, Ezio. Alles wird wieder gut werden. Tja, entweder ist der liebe Mann schwul oder er hat einfach nur Besuch gehabt. Aber das Problem wird sich gleich klären. Kommt, Freunde! Diese neuen Minen machen meine Metallsäure. Der kommt mir bekannt, der Blick von dem Kerl nicht. Ausschwärmen, der kann nicht weit sein. So, okay, das war sehr schlau. Ich bin reingesprungen und direkt wieder rausgekommen. Das war auf jeden Fall sehr praktisch. Um die Leute loszuwerden, muss man halt vieles tun. Hm? Jetzt sind wir doch schon wieder bei unserer Freundin. Wie hieß sie doch gleich? Claudia. Nee, Claudia war unsere Schwester. Wie hießen die nochmal? Ja, ich bin schon ein richtiger Ezio. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie meine Freundin heißt. So. Und ich bin genau in die falsche Richtung gerannt. Das passt doch. Na, okay. Ups, was war das denn? Bug? Nein, Leck. Ups, da komme ich nicht rüber. Da komme ich sehr wohl rüber. Ich gar nicht hin. Ich will hier hoch. Da hoch, da lang. Hier rüber, da hoch. Ups. Huch. Na nü. Das ist nur, weil ihr da seid, wisst ihr? Sonst stelle ich mich nicht so an. Daneben? Na, no, ernsthaft? Immer wieder junge Männer die Gebäude der Stadt zum Spaß. Stehe ich ja nicht.
Obwohl dies nicht per se verboten ist, ist es doch nur so lange unterhaltsam, bis jemand dabei ernsthaft verletzt wird. So. Die Bürger von Pisa haben mal wieder in einer...